Hey Leute, heute ist mein Prom, also mein Abschlussball hier an meiner Highschool in Amerika, Chicago. Und da werde ich euch einfach mal mitnehmen, wie ich mich fertig mache. Und bin schon super gespannt darauf. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Ich werde mir ganz viel Mühe geben und es ist auch so eine einmalige Sache. Man hat ja Prom nicht jedes Jahr, sondern nur in seinem Senior Year. Ich habe nur noch 12 Schultage left, übrig, Deutsch. Und dann bin ich fertig mit der Schule. Und ja, ich bin um 9 Uhr aufgewacht, aber lag jetzt noch im Bett bis um 10, denn ich habe noch all meinen Gruppenmitgliedern geschrieben und meinem Date, mein Freund, über halt wichtige Daten, wann wir wo sein müssten und all Mögliches. Und dieses Video ist wahrscheinlich jetzt einfach nur das Get Ready With Me und nicht das Prom-Prom-Video. Und ich habe mir so ausgedacht oder als Idee gehabt, dass ich einfach so meinen Morgen und wie ich fertig werde filme und auch meinen Freund dasselbe machen lasse. Dann habt ihr so eine Mädchenperspektive, wie man sich für einen Tanz vorbereitet und dann auch eine Jungsperspektive. Und ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Und ja, ich werde um 12 Uhr die Blumen, die er hier so auf die Brust kriegt, abholen. Und um 13 Uhr habe ich dann meinen Termin beim Friseur oder eher gesagt bei so einem Make-up-Laden. Heißt Ulta Beauty, ist also sowas wie MAC in Deutschland, könnte man jetzt sagen. Und die machen meine Haare und mein Augen-Make-up. Da bin ich also schon sehr gespannt drauf und deswegen muss ich auch jetzt erstmal duschen und meine Haare waschen und sie trocknen, damit sie einfach ready to go sind, sobald ich da in den Laden reinlaufe. Und ja, ich bin super gespannt. Und heute, einfach nur, damit ich das in dem Video habe, ist Mai der 4. Oder auf Englisch gesagt, May the 4th be with you von Star Wars. Und das ist auch unser Thema bei Prom, Star Wars. Also, da werden vielleicht ein paar Mädchen die Haare und sowas haben. Wie in dem Movie. Wer weiß. Aber ich nehme euch jetzt erstmal mit. Viel Spaß. Hey, I just woke up and I've been laying in bed for the past hour and I was talking to Silly. Shaving and then shower. I just shaved, so now I'm gonna shower and then after I'm gonna go and run and get the corsage. Alright, so 10 minutes later, I finish showering and brush my hair. Now I'm going to be running to the downtown Clarendon Hills flower shop to pick up Silly's corsage. Let's go. Hey Leute, ich bin jetzt im Auto mit meinem Vater. Und wir sind auf dem Weg, das Auto zu waschen, damit wir gut bei der Fotolocation aufschlagen. Und dann holen wir auch noch das Boutonniere für meinen Freund ab. Das ist dieses kleine Blümchen, was hier an sein Jackett kommt. Hi, I wanted to pick up the boutonniere. Yes, what's the name? Selena. Yeah, that's my nickname. Thank you. There you go. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Have a good day. You too. Got it. Okay, I'm just gonna So right now I'm downtown Clarendon Hills and I'm about to pick up Silly's corsage for prom. In regards to prom, I'm nervous but at the same time excited. It'll be a lot of fun. Alright, so I just picked up the wrist corsage and I'm ready to go. Thank you. Es ist
sind jetzt ungefähr 12.50 Uhr und wir sind auf dem Weg zum Make-up und Haar-Appointment. Ich habe mir zu Hause schon meine Augenbrauen gemacht, damit es für sie einfacher ist, den Lidschatten zu machen. Ich habe auch eine bestimmte Vorstellung, und zwar so mit Glitzer und sowas. Und dann kleben sie mir auch noch die Wimpern an und machen die Haare. Und wir sehen uns da. Alright, so I'm at Starbucks right now. I just picked up the corsage and yeah, I got a vanilla bean frap with a shot of espresso. Today's looking good. Jetzt bin ich fertig mit Haaren und jetzt wird noch mein Make-up gemacht. It has nothing to do with the shape because I've done the bullshit to finish eyebrows and tinting it, and it has nothing to do with the shape. It's just coloring your fibers. You're not, you know, it's slow and you can kind of walk in, but it's supposed to do an appointment. Okay, so it's almost 2 p.m. and at 4 we leave for Time Warner Park to do the photo shoot. I'm kind of nervous, but at the same time I'm really excited because prom is going to be so much fun. I can't wait to give Silly the corsage. Also, es ist jetzt 15.30 Uhr und sie sind diese Sekunde erst fertig geworden mit meinem Augen-Make-up. Ich muss jetzt also in einer halben Stunde noch nach Hause fahren, mein Make-up machen, damit mein Gesicht besser aussieht, als es jetzt gerade tut. Muss meine Nägel noch machen und mein Kleid anziehen und losfahren. Und das alles in einer halben Stunde. Jetzt habe ich also mega Stress. Alright, so I'm finally all dressed up for prom and I'm about to go drive and see. So I'm super excited to see your dress and this is my outfit. Alright, let's go. Und dann wurde sie überfahren.